Der Himmel feiert Pfingsten, die Kraftausgießung heute an Pfingsten sollte der Mensch aufnehmen in seinem Geiste. Die Kraftausgießung ist auch für ihn, für den Menschen da. Eine Krafterneuerung für die ganze Schöpfung und auch für seinen Geist. Es erneuert, erhält und behält. Es ist eine Erneuerung, welche der Mensch bewusst aufnehmen kann, heute zu Pfingsten. Auch die Kreuzträger und Gralsbotschaftsleser haben Pfingsten. Sie feiern das am 30. Mai. Die Christen feiern das heute. Es ist eine Krafterneuerung, welche die Schöpfung unbedingt braucht. Ohne diese wäre das Leben, so wie wir es kennen, so lebendig, nicht möglich. Diese Krafterneuerung braucht die Schöpfung. Eine Erneuerung, wie das Wort sagt. Erneuerung in allem, im Wesenhaften, der Natur und des Menschengeistes. Aber auch eine Erneuerung ganz weit oben in allen Inseln und Ebenen des Geistigen. Kommt es zur Erneuerung, zur Erhaltung und Behaltung. Pfingsten, also öffnet euch einfach dieser wunderbaren Kraft. Öffnet euch jetzt und habt auch einen Wunsch in euch, einen hohen, reinen Wunsch. Er wird euch sicher beseligen und euch führen und leiten und weiterhin euch vorangehen in eurem Tun, im Alltag, für die Bewältigung, für das Schwere, das noch kommen wird über die Menschheit, im Ringschluss des Endgerichtes. Im Ringschluss dieses Endgerichtes, worin wir jetzt stehen, am Ende, brauchen wir diese Krafterneuerung unbedingt. Also geht nicht leichtfertig über diese Tage hinweg, nehmt sie auf als ein Geistesgut, das in euch dann Früchte trägt. Je nachdem, wohin ihr geht, welchen Weg ihr verfolgt. Geht neue Wege, denn die Kraft Erneuerung will Neues. Sie will nicht von euch ein Misstrauen, das sofort da ist für etwas, wo ihr nicht einschätzen könnt oder wo ihr kein Wissen habt. Misstrauen regiert immer dort, wo kein Wissen ist. Das andere wäre Vertrauen. Vertrauen aber bedingt Überzeugung. Wer Überzeugung hat, der hat Wissen. Der ist überzeugt von seinem Wissen. Der ist überzeugt, wie alles bei sich und in sich und auch im Außen immer wieder neu stark sich vollendet. Es ist dann wie ein Sieg, der wiederum einen Sieg hervorruft. Denn es muss nun Sieg auf Sieg geschehen, hier auf der Erde. Will diese Menschheit, will noch einige von diesen Menschen sich weiterentwickeln. Gut, wir sind bei Pfingsten, die große Feier der Schöpfung. Schon Jesus Christus und die Jünger haben diese Feier gefeiert. Sie alle wussten davon, von dieser Kraft, von der Krafterneuerung. Es wird unser Leben ändern. Es wird dort unser Leben ändern, wo wir die reinen Gedanken, unser hoher, reiner Wunsch sich entfalten will. Also habt heute einen großen Wunsch.
Habt einen Wunsch heute, der euch beseligt, der euch hinweghebt von dieser Trübsal des irdischen Lebens im Moment. Seid frei und in Frieden. Heute an Pfingsten. Die große Kraft der Erneuerung, ausgehend aus dem Heiligen Geist, aus dem Heiligen Gral, ausgehend und eingehend in alles, was sich bereit hält und sich öffnet. Der Menschengeist muss sich heute nur öffnen und es quillt in ihn hinein, so wie ein Sprudel reinstes Wasser. Er wird erquickt, gelabt von der göttlichen Kraft. Es ist eine göttliche Kraft am Pfingsten, die den Menschen erreichen will. Ja, viele Helfer sind da, die die Menschen erreichen wollen, jetzt. Also öffnet euch, es ist Pfingsten. Die Kraftausgießung aus dem Heiligen Geist. Markus Bösch.